Von Seiten der Mainstream-Medien wird ja gegenwärtig heftig gegen die alternativen Medien gekeilt. Ich möchte mir das mal anhand eines aktuellen Beispiels anschauen. Also bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videoblog Meine Wiki-Welt. Es geht mal wieder um das Thema Lügenpresse. Und der Anlass ist eine Dokumentation, die in der ARD erschienen ist, von Sinje Staatlich und Bastian Berpner. Die Story im Ersten vom 11.07.2016, Vertrauen verspielt, wie die Medien um Glaubwürdigkeit kämpfen. Recht pauschal werden hier die alternativen Medien in einen Topf geworfen und in ein recht düsteres Licht gestellt. Also Leute wie Ken Jebsen, Christoph Hörstel und Jürgen Elsässer werden, ja, wenn man so will, auf einen Nenner gebracht. Drei Leute, die ich, wie ich finde, doch politisch relativ unterschiedlich einzuschätzen sind. Das ist für mich Anlass, einmal genauer hinzuschauen. Ich möchte mir einzelne Aspekte der Dokumentation herausgreifen und mal überprüfen, ob die Mainstream-Medien, die Massenmedien hier wirklich ihrem Anspruch gerecht zu werden, eben seriöser zu arbeiten als die sogenannten alternativen Medien. Ich selber zähle mich ja gewisser Hinsicht auch zu den alternativen Medien und natürlich fühle ich mich durch so eine pauschale Kritik ein Stück weit auch angegriffen. Schon der Einstieg ist, wie ich finde, ein Beispiel für schlechten Journalismus. Hören wir doch gemeinsam mal rein. Ich hoffe, du wirst gefoltert. Du verdienst deinen Namen nicht. Du kleine Hure mit jüdischen Wurzeln. Du wirst geschlachtet wie ein Schwein. Lügenpresse! 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 Auf die Fresse! ARD-Moderatorin Anja Reschke, du pro-schwarz-islamische Asylhure, du dumme linksextreme Affenfotze, halt die Goschen. Sag mal, geht's auf die Hand weg! Sie hören auf, die Frau zu bedrängen. Ja, aber sie ist aber gut jetzt. Was suggerieren diese Bilder? Für mich ganz eindeutig, dass der Vorwurf der Lügenpresse aus dem rechtsextremen Lager kommt. Wir sehen eben die unflätigsten Beleidigungen, die auch persönlich Journalisten unter der Gürtellinie treffen. Wir sehen aggressive Menschen und wir hören Gespenstermusik. Und da ist im deutschen Fernsehen in der Regel es relativ wahrscheinlich, dass in absehbarer Zeit irgendwelche Ausschnitte, Sekundenausschnitte von Hitlerreden eingeblendet werden. Und das vervollständigt dann eben das Bild. Gut, das ist hier nicht der Fall. Aber dennoch halte ich das für sehr suggestiv und einseitig, was hier gemacht wird. Denn der Vorwurf, dass die Skepsis gegenüber den Medien nur aus dem rechten oder rechtsextremen Lager kommt, das ist einfach nicht zutreffend. Ich habe hier einen relativ guten Artikel auf der Plattform European Journalism Observatory gefunden. Medienvertrauen auf dem Tiefpunkt. Das ist ein Artikel, der beruht auf statistischen Erhebungen und dort sehen wir eben, wie sich die Zufriedenheit mit den Medien über das politische Spektrum verteilt. Wir haben hier 5 Gruppen und der blaue Balken zeigt eben das Vertrauen in die Medien an und der rote Balken das Misstrauen. Und wir sehen, im gemäßigt linken Lager ist das Vertrauen in die Medien am größten, dann gefolgt von der politischen Mitte, dann vom gemäßigt konservativen Lager. Schon im gemäßigt konservativen Lager überwiegen diejenigen, die den Medien eher misstrauen. Und dann fällt das Vertrauen an den politischen Rändern naturgemäß relativ stark ab. Und dort haben wir ein etwa gleich großes Misstrauen gegenüber den Medien. Daraus folgt für mich, dass das Misstrauen gegenüber den Medien nicht allein eine Sache ist, die man im politisch rechten Rand eben verorten kann, sondern das ist viel weiter verbreitet und viel weiter auch in der Mitte der Gesellschaft zu Hause. Und ganz klar, diese Einstimmung dazu, eine Medienskepsis allgemein schlecht dastehen zu lassen und sie in das rechtsextreme Lager eben zu stellen. Warum ist nur das gemäßigt linke Lager am zufriedensten mit den Medien? Das ist relativ einfach zu erklären. Ich habe hierzu einen Artikel gefunden, der bei Focus Money erschienen ist.
was Journalisten wählen. Dieser Artikel beruht auf einer Befragung, die durch eine Berliner Professorin durchgeführt wurde. Die Frage eben an Journalisten, was sie wählen würden, hat folgendes Ergebnis zutage gebracht. Die Grünen können als Sieger dieser Wahl gelten mit 26,9%, gefolgt von der SPD und mit 15,5% und 7% etwa für CDU, Linke und FDP. Die größte Gruppe allerdings, diejenigen, die sich hier nicht einordnen können, beziehungsweise ja, dann vielleicht nicht wählen gehen würden mit 36,1%, was ich auch relativ hoch finde. Wenn man das nun auf ein Parlament umrechnen würde, kämen hier tatsächlich die Grünen auf 42% der Sitze, die SPD auf 24%. Rot-Grün hätte eine glatte Zweidrittelmehrheit. Und das ist natürlich etwas, was normalen Wahlergebnissen, wie man sie eben aus unserem Lande kennt, überhaupt nicht entspricht. Das heißt, natürlich sind die Medien, haben die Medien eine gewisse Präferenz für ein gemäßigt linkes Lager. Das schlägt sich eben auch in der Berichterstattung wieder. Und so gesehen ist es nur konsequent, wenn das gemäßigte linke Lager mit dem Journalismus am zufriedensten sind. Das sind gewissermaßen die Menschen vom gleichen Schlag, die den Journalismus betreiben. Natürlich liegt ja auch eine Gefahr offen auf der Hand. Die Gefahr besteht eben darin, dass der Journalismus sich in einer Art Kunstwelt bewegt und den Kontakt zu den Menschen letztendlich verliert. Das heißt, die Kunstwelt wäre ja eine Sphäre der Sprache, der guten Vorsätze, die sich irgendwie abschließt gegen Kritik. Und ja, da liegen dann Vorwürfe wie Gutmenschentum, Tendenzjournalismus und Political Correctness auf der Hand. Der nächste Ausschnitt ist ein Beispiel für etwas, was man relativ häufig und leider muss man sagen, immer häufiger auch gerade im Fernsehjournalismus findet und eine Sache, die mich wirklich sehr stört. Vertrauen Sie den deutschen Medien? Nein. Nee, das ist vorbei. Nein. Nein? Eigentlich nicht mehr so recht, muss ich sagen. Gar nicht. Ja, das tue ich. Nee. Bedingt. Manchmal, nicht immer. Nicht unbedingt. Teilweise vielleicht. Natürlich dient dieser Ausschnitt im Wesentlichen dazu, eine gewisse Stimmung zu illustrieren. Aber ein solches Vorgehen findet sich auch in anderen Zusammenhängen. Ich meine damit, dass sich entlanghangeln anhand von Einzelfällen. Wir haben ja eine Reihe von Zitaten gesehen und wir wissen aber nicht, aus welchem Pool diese Zitaten eben ausgewählt waren. Und man kann mit einem derartigen Vorgehen, indem man immer den Einzelfall anschaut, jede beliebige politische Tendenz letztendlich ja in Anführungszeichen beweisen oder dafür Plausibilitäten liefern. Der Einzelfall sagt eben im allgemeinen politischen Zusammenhängen wenig bis nichts aus. Die einzige Ausnahme, die ich hier machen würde, sind eben Menschenrechtsverletzungen. Menschenrechtsverletzungen, da zählt wirklich jeder Einzelfall. Es ist ja auch in der Demokratie so, die Menschenrechte sollen den Einzelnen vor der Mehrheit schützen. Aber bei allen anderen Themen und bei dem fehlenden Vertrauen in den Medien, das ist ja ein strukturelles Problem, ein soziologisches Problem. Da ist der Einzelfall wirklich letztendlich irrelevant und eine Fixierung auf Einzelfälle liefert keinerlei Erkenntnisgewinn. An der Stelle frage ich mich immer wieder, ob Journalisten überhaupt gelernt haben, wissenschaftlich zu denken und zu argumentieren, ob das Teil ihrer Ausbildung ist. Und wenn ich mir vieles so ansehe, dann habe ich dort meine Zweifel. Es wäre ja im Sinne der Aufklärung durchaus zu fordern, dass eben auch im Journalismus mehr oder weniger wissenschaftlich argumentiert wird. Als nächstes wird in dem Film ein wackerer Lokalreporter geschildert, der Gerüchte untersucht und in der Regel widerlegt, die eben in der Bevölkerung entstehen, insbesondere auch gegen Migranten. Und auch an der Stelle wird wieder ein ähnliches Bild bedient. Diejenigen, die sozusagen Zweifel an den Mainstream-Medien haben, die kommen irgendwie aus der rechten Ecke. Und der wackere, aufrechte Journalist versuchte eben Aufklärungsarbeit zu leisten. Es geht also um unlautere Informationen und um den Umgang in den Medien damit. An der Stelle frage ich mich, warum man hier nur auf das einfache Volk schaut und nicht auf informationelle Einflussnahmen, die aus einer ganz anderen Richtung kommen, nämlich von den politischen Eliten. Ich meine damit zum Beispiel die vielen Thinktanks oder aber das Mediennetzwerk von George Soros und Ähnliches. Das wäre doch viel interessanter auch mal zu untersuchen, um zu sehen, wie hier, wenn man so will, in Anführungszeichen, falsche Gerüchte in die Welt gesetzt werden und wie hier Einfluss versucht wird zu bekommen, der aber letztlich destruktiv ist.
Und hier stellt sich wiederum der Verdacht ein, dass halt die Medien, zumindest die Mainstream-Medien, doch im Wesentlichen die Huren der Macht sind und eben nicht im Sinne des Volkes handeln, sondern im Sinne der herrschenden Eliten. Vielleicht ohne es auch zu merken. Die Doku kommt dann ausnahmsweise doch mal auf eine Statistik zu sprechen, nämlich auf die Zufriedenheit oder das Vertrauen der Medien. Diesmal nicht aufgegliedert nach dem politischen Spektrum, sondern nach dem Zeitverlauf. Eine ganz ähnliche Statistik habe ich auch in dem eben schon genannten Artikel im Journalistic Observatory gefunden. Und man sieht hier eben, dass das Medienvertrauen auch schon in früheren Jahren nicht so besonders gut war und dass wir also jetzt nicht von einer sehr starken Erosion in den letzten paar Jahren sprechen können. Der Film zieht dann daraus den Schluss, dass es vielleicht doch nicht so dramatisch ist, wie der Eindruck manchmal entsteht durch diesen Lügenpressevorwurf. Allerdings wird gleichzeitig eingeräumt, dass schon die Proteste und die Beschimpfungen und die Kritik aus der Bevölkerung an den Medien eben stark zugenommen hat. Und das trifft meines Erachtens einen ganz wichtigen Punkt. Das heißt für mich, dass die Unzufriedenheit auch schon in früheren Zeiten durchaus relativ hoch war mit den Medien. Aber durch die alternativen Medien werden diese Unzufriedenen ja in ihrem Bild bestätigt und sie gewinnen auch an Selbstbewusstsein. Sie merken, sie sind nicht allein. Und das ist meines Erachtens der Grund, warum jetzt dieser Protest oder diese Unzufriedenheit mit den Mainstream-Medien sich eben wesentlich stärker äußert. Auch wenn vielleicht das insgesamt das Niveau der Unzufriedenheit nicht höher ist. Bei einem hat die Doku auf jeden Fall recht. Es waren in den letzten Jahren bestimmte Themen, die das Vertrauen in die Massenmedien eben erschüttert haben. Vor allem sind hier die Flüchtlingskrise, aber auch die Ukraine-Krise zu nennen. Insbesondere bei letzterem kann ich das auch aus meinem persönlichen Umfeld bestätigen, dass hier auch Leute, die politisch eher links eingestellt waren, tatsächlich fundamentale Zweifel auch an den Medien bekommen haben und begonnen haben mit diesem Begriff ja Verschwörungstheorie zu liebäugeln, obwohl sie das bis dato eben strikt abgelehnt hatten. Der gemeinsame Nenner dieser beiden Krisen in den Medien war vielleicht, dass der Eindruck entstand, dass es eben eine politisch korrekte Sichtweise auf die Krise gibt und alle anderen Sichtweisen nicht vorkommen bzw. ausgeblendet werden. Und zu diesem Thema hat ein führender dänischer Journalist eben, wie ich finde, etwas sehr Interessantes auch geäußert. The media elite and the political elite. Journalisten und Politiker wollen nicht gesellschaftliche Strömungen stärken, die sie an die Vergangenheit in Deutschland erinnern. Das ist auch verständlich. Niemand mag Faschisten, aber das hat so eine politische Korrektheit geschaffen. Wenn wir Medien aus Angst wichtige Fakten und Meinungen ignorieren, dann machen wir keinen Journalismus, dann machen wir Politik. Die Menschen bestrafen uns dafür, indem sie sagen, euch vertrauen wir nicht mehr. Und das zu Recht. In meinen Ohren hört sich das ziemlich vernünftig an und wie es scheint, ist uns Dänemark, was die Themen Meinungsfreiheit und Pluralismus anbelangt, doch um einiges voraus. Dieser Eindruck erhärtet sich, wenn ich mir anschaue, was in einer dänischen Hauptnachrichtensendung möglich ist. Ja, es geht um den 11. September und darum, dass ein international renommierter Wissenschaftler sich dieser Thematik angewendet hat mit einem wissenschaftlichen Artikel und er kam in diesem Artikel eben zu dem Schluss, dass es nicht der Einschlag der Flugzeuge war, sondern es sich um eine kontrollierte Sprengung handelte. Und dem dänischen Wissenschaftler wird eben die Möglichkeit gegeben, sich ausführlich eben auch zu äußern. Und es handelt sich um ein etwa 10-minütiges Feature und ein Gespräch, in dem der Wissenschaftler sein Ergebnis eben vorstellen kann, dass im Staub vom 11. September sogenannte Nanopartikel gefunden wurden, die eben charakteristisch sind für ganz bestimmte militärische Sprengstoffe. Tale om flere tons sprengstoff. Der Wissenschaftler sitzt also selber im Studio und hat Zeit, seine Sicht der Dinge vorzustellen. Es geht mir an der Stelle nicht um den 11. September oder darum, ob Niels Harrit, der dänische Wissenschaftler, hier recht hat oder nicht. Der Punkt ist für mich, dass hier eben einer alternativen, nicht Mainstream-Sichtweise in einer Hauptnachrichtensendung des dänischen Fernsehens
10 Minuten eingeräumt werden, um seine Sicht der Dinge darzustellen. Und sowas habe ich ehrlich gesagt bei den Tagesthemen noch nie gesehen, noch nicht einmal ansatzweise. Die ARD-Doku kommt dann nochmal auf die Ukraine-Krise zu sprechen. Medien kritisieren Putin zu Recht. Denn er schickt russische Soldaten auf die Krim und bricht damit Völkerrecht. Das sind natürlich Aussagen, die wir in den Massenmedien schon häufig gehört haben. Und ich stelle mir an der Stelle die Frage, ob man genauso konsequent auf die Völkerrechtsverbrechen zu sprechen kommt, wenn sie von der Seite des Westens ausgehen. Zu nennen wäre hier zum Beispiel der Irakkrieg, der eben völkerrechtswidrig war, oder aber auch der Drohnenkrieg, der über Rammstein koordiniert wird. Das ist völkerrechtlich zumindest äußerst problematisch. Bei der Krim hatten wir wenigstens die Situation, dass eine Abstimmung durchgeführt wurde, die nach allem, was wir wissen oder einschätzen können, wahrscheinlich auch zu einem ähnlichen Ergebnis geführt hätte, wenn sie unter internationaler Aufsicht durchgeführt wurde. So gesehen wurde hier eine Bevölkerung nicht ein massiver Zwang angetan. Trotzdem ist es natürlich formal ein völkerrechtswidriges Vorgehen gewesen. Von einer wirklich objektiven Medienlandschaft würde ich mir aber warten, dass derartige Verstöße eben auch dann so häufig und so klar benannt werden, wenn sie vom Westen begangen werden. Hier kann ich es mir nicht verkneifen, nochmal einen Videoausschnitt von Gerhard Schröder zu zeigen, der zum Kosovo-Krieg Stellung nimmt. Aber wissen Sie, warum ich ein bisschen vorsichtiger bin mit dem erhobenen Zeigefinger, das will ich Ihnen gerade in einer solchen Veranstaltung sagen, weil ich es nämlich selbst gemacht habe. Was haben Sie gemacht? Gegen das Völkerrecht verstoßen. Sie haben arrondiert? Nein, ich habe nicht arrondiert. Sie haben ein kleines Belgien. Lassen Sie es doch mal tun, worum es wirklich geht. Ja, ja. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt. Ohne, dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Naja. Moment. Ohne, dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Das war einfach so. Ja. Und mein Vorvorgänger hat das auch schärfstens kritisiert, der ja auch nicht ganz weit weg ist von dem, was Ihre Zeitung macht. Hat das schärfstens kritisiert. Helmut. Und hat natürlich. Er hat gesagt, dass ohne Sicherheitsbeschluss das nicht geht seinerzeit. Ja. Und formal hat er recht. Ich stehe trotzdem dazu. Weil ich habe noch vor Augen die Flüchtlingsströme und das, was drohte. Gar keine Frage. Formal aber ohne Sicherheitsratsbeschluss eine kriegerische Auseinandersetzung zu führen, war ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Okay. Ebenso, Herr Joffe, ich habe wenig gehört von Kritik, als es im Irak so war. Ja. Das war so. Und ich fürchte, und das soll nichts rechtfertigen, soll nur erklären, warum ich selber mit dem erhobenen Zeigefinger etwas vorsichtiger bin als andere. Die Doku kommt dann auf die Brisanz zu sprechen aus der Sicht der Massenmedien. Und das macht die Situation heute so brisant. Wer früher den Massenmedien nicht glaubte, hatte keine Alternative. Heute schon. Im Netz warten auf die Zweifler viele sogenannte Alternativmedien. Und ich fühle mich natürlich angesprochen, denn auch ich bin ja im Netz zu Hause. Die Doku wird dann relativ konkret. Um Elsässer herum ist ein Netzwerk von Verschwörungstheoretikern entstanden. Immer mehr Menschen glauben ihnen die absurdesten Geschichten. Wie etwa die von Christoph Hörstel über die Terrororganisation Al-Qaida. Wenn man eigentlich doch weiß, dass Al-Qaida eine CIA-Gründung ist und ich will mal sagen, Washingtons und Finanzmafia-Interessen betreiben muss. Mit dabei auch Ken Jebsen. Christoph Hörstel macht hier zwei Sachen. Er liefert eine Information und interpretiert sie gleich. Eben die Information, dass die Al-Qaida eine CIA-Gründung war. Und so absurd, wie das von der Kommentatorin dargestellt wird, ist das in der Tat nicht. Hierzu möchte ich mal Massenmedien wieder aus einem anderen Land zitieren, nämlich diesmal aus den USA. Auf einem mit Fox News assoziierten Fernsehsender VXIXT hat der Journalist Ben Swan eine Rubrik Reality Check. Und aus der möchte ich einmal zitieren.
Unterstützen die USA Al-Qaida in Syrien? Die Antwort ist ja. Fakt Nummer 1. Es ist fraglos richtig, dass Kämpfer von Al-Qaida Teile der Oppositionskräfte sind, die versuchen, die syrische Regierung zu stürzen. Fakt Nummer 2. Al-Qaida wurde nicht durch den islamischen Fundamentalismus erschaffen, sondern durch die CIA. Die Mujahideen wurden erschaffen durch die CIA, um der Sowjetunion Schwierigkeiten zu machen. Sie halten das für verrückt? Hier ist die Außenministerin Hillary Clinton. Um fair zu sein, wir halfen das Problem zu erschaffen, das wir nun bekämpfen. Denn als die Sowjetunion Afghanistan besetzte, hatten wir die brillante Idee, nach Pakistan zu gehen und eine Miliz von Mujahideen zu erschaffen. Wir rüsteten sie mit Stinger-Raketen aus und all dem, um die Sowjets in Afghanistan zu bekämpfen. Und wir waren damit erfolgreich. Die Sowjetunion verließen Afghanistan. Und wir sagten, wunderbar, auf Wiedersehen. Und ließen diese ausgebildeten Kämpfer, die Fanatiker war, in Afghanistan und Pakistan, ließen ihnen ihre Waffen und erschufen so ein Problem, das wir zur damaligen Zeit gar nicht wahrnahmen. Wir waren froh, dass die Sowjetunion fiel. Schön. Alles wird nun besser werden. Wenn wir zurückblicken, dann sind die Leute, die wir jetzt bekämpfen, dieselben, die wir damals unterstützten. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist Geschichte. Und es ist Geschichte, die sich wiederholt, in Libyen und auch in Syrien. Doch hier ist noch ein größeres Problem, eines, über das sich jeder Amerikaner Gedanken machen sollte. Wir bekämpfen Al-Qaida in Afghanistan und wir bombardieren Al-Qaida im Jemen und Pakistan. Und indem wir das tun, erzeugen wir Kollateralschäden. Hunderte Zivilisten wurden in Jemen allein in der ersten Hälfte des Jahres 2012 getötet, durch US-Luftschläge, die sich gegen Al-Qaida richteten. Wir haben eine Geschichte der Intervention in Pakistan. Erinnern wir uns, die Leute, die wir heute bekämpfen, finanzierten wir vor 20 Jahren. Wir taten es, weil wir gefangen waren in der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion, die in Afghanistan anmarschiert war. Wir wollten nicht, dass sie Zentralasien kontrollieren, und wir machten uns an die Arbeit. Es war Präsident Reagan in Zusammenarbeit mit dem Kongress, der durch die Demokraten geführt wurde, die das alle für eine gute Idee hielten. Lasst uns mit ISI und dem pakistanischen Militär kooperieren und lasst uns die Mujahideen rekrutieren. Das ist großartig. Lasst sie auch von Saudi-Arabien und anderen Orten kommen. Sie brachten ihren wahhabitischen Islam mit, damit wir die Sowjetunion bekämpfen können. Und was geschah? Sie zogen sich zurück. Sie verloren sehr viel Geld und das führte zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Das ist ein starkes Argument, dass es keine schlechte Investition war, um die Sowjetunion zu beenden. Aber lasst uns darauf achten, was wir gesät haben. Wir werden es ernten. Was wichtig für Sie ist, ist starker Tobak. Unsere Regierung bombardiert weltweit, um Al-Qaida zu bekämpfen. Im Irak, in dem es vor dem Krieg kein Al-Qaida gab, gedeihen sie nun. Dieselbe Al-Qaida, ja, die von der US-Regierung erschaffen wurde, um die Sowjetunion zu schaden. Warum geben wir Al-Qaida Waffen und Geld, um eine andere Regierung im Mittleren Osten zu stürzen? Heute behaupten sie, die Menschen in Syrien zu befreien. Wenn uns die Geschichte eines lehrt, dann werden wir morgen Zivilisten mit Luftschlägen verwunden und töten, um sie als Kollateralschäden in einem Krieg zu bezeichnen gegen einen Feind, den wir an die Macht gebracht haben. Man muss doch zugestehen, dass Hillary Clinton hier relativ offen das erklärt, was im Grunde genommen Christoph Förstel ausgesprochen hat, dass nämlich Al-Qaida ein Geschöpf der CIA, wenigstens aber der Vereinigten Staaten sind. Wenn aber das, was Christoph Förstel gesagt hat, auch aus dem Munde von Hillary Clinton zu vernehmen ist, dann kann man das doch nicht einfach als eine absurdeste Geschichte bezeichnen. Und an der Stelle frage ich mich Folgendes. Sind unsere Journalisten derartig inkompetent und beschränkt in ihren Recherchefähigkeiten und verwenden nicht einmal 5 Minuten darauf, etwas durch Gegenrecherche zu prüfen, bevor sie etwas als absurd bezeichnen? So lange habe ich nämlich gebraucht, um das eben gezeigte Video im Internet zu finden. Oder soll hier der Zuschauer bewusst für dumm verkauft werden? Dann ist eine derartige Bewertung als absurd natürlich durch seine leichte Widerlegbarkeit auch ein riesiges Eigentor und auf eine ganz eigene Weise ein Kennzeichen vom größten Dilettantismus. Aber fahren wir weiter fort mit der Dokumentation. Blick. Für all diese Pseudo-Journalisten bietet auch RT Deutsch gern eine Bühne.
Nun, hier wurde eben Udo Ulf Kutter als Pseudo-Journalist bezeichnet. Nun, wer definiert eigentlich, wer ein Journalist und ein Pseudo-Journalist ist? Udo Ulf Kutter gehört jetzt sicherlich auch nicht zu meinen Favoriten, aber man muss doch zugestehen, er war über 15 Jahre bei der FAZ und ist darüber hinaus promoviert, hat also sicherlich eine Qualifikation, die als solide journalistisch zu bezeichnen ist. Ihn also als Pseudojournalisten abzutun, halte ich auf jeden Fall für unangemessen. Auf der anderen Seite wurde ein weit weniger renommierter Lokalreporter als Beispiel für einen soliden Journalismus angeführt. Natürlich, der Grund liegt auf der Hand. Ulf Kotter hat mit seinem kritischen Buch zur Journalistenzunft natürlich so etwas betrieben wie Nestbeschmutzung aus der Sicht der Journalisten und deswegen zieht er diese Wut auf sich. Kommen wir nur zurück zum angeblich holzschnittartigen Weltbild der alternativen Medien. Wir gegen die, klein gegen groß, Wahrheit gegen Lüge. Immer wieder die gleiche, simple Botschaft. Die bösen, pseudojournalistischen, alternativen Medien gegen die guten, offiziellen, sprich regierungs- und elitenahen Mainstream-Medien. Tja, so einfach kann die Welt sein und das ist, denke ich, auch so ein bisschen die Essenz dieser ARD-Dokumentation. Es folgen dann drei Beispiele für angeblich besseren Journalismus, auch in den Mainstream-Medien. Und das entspricht ein bisschen einem neueren Trend, den man auch an anderen Stellen beobachten kann, dass die Massenmedien, die Mainstream-Medien gewissermaßen den Stil der alternativen Medien imitieren. Exemplarisch findet man das bei Spiegel Online, da gibt es dann eben auch Skype-Interviews, eine stärkere Betonung der Persönlichkeit des Journalisten, wie das eben auch bei YouTubern der Fall ist. Dadurch sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen. Nicht alles, was alternativ aussieht, ist auch alternativ. Ich komme nun zu meinem Fazit. Ich persönlich habe das Vertrauen in die Mainstream-Medien schon lange verloren. Allerdings komme ich auch aus einem Haushalt, in dem ich entsprechend sozialisiert wurde. Wenn es möglich ist, mit einfacher Gegenrecherche die Arbeit von hochrangigen Journalisten zu entlarven, kann etwas ganz Grundlegendes nicht stimmen. Wir sind eben mitten in einer Medienrevolution mit ungewissem Ausgang, aber auf jeden Fall in einer sehr spannenden und interessanten Zeit. Lassen wir doch den Dichterwettstreit beginnen. Die offiziellen Mainstream-Medien gegen die alternativen Medien, beides steht offen, man kann das miteinander vergleichen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr spannende und interessante Entwicklung. Und was man auf jeden Fall braucht und was keiner ersetzen kann, ist das selbstständige Denken. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ja, ihr merkt schon, das Ganze ist ein bisschen eine Dauerwerbesendung hier für meinen eigenen Kanal, für einen kleinen Teil der alternativen Medien. Ja, wenn ihr die Sendung gut fandet, abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben, verbreitet die Inhalte. Das motiviert mich und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine entsprechende Rückmeldung bekomme. So viel für heute. Schön, dass ihr dabei wart und tschüss, bis zum nächsten Mal.